und täglich grüßt das Murmeltier. Wir sind hier wieder am See und machen es uns gemütlich. Herzlich willkommen im Berliner Wald, liebe Strandfigur-Gemeinde. Und heute ein wichtiges Thema, und zwar Trennung zwischen Strandfigur, Abnehmen, Fett verbrennen, Männlein, Weiblein und radikalem Muskelaufbau. Was war denn das jetzt wieder für ein langer Satz? Nun, ich habe ja neulich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich diesen Strandfigur-Kanal mehr in Richtung Muskelaufbau und so weiter aufbauen will. Und dann haben einige gejubelt und haben die Sektkorken knallen lassen und die Booster schon in dreifacher Dosierung eingeworfen. Und die anderen haben sich beschwert und haben gesagt, das ist scheiße, es gibt schon so viele Muskelaufbaukanäle, macht doch mal weiter mit Abnehmen, Fettverbrennung und so weiter. Und jetzt habe ich wegen meiner überragenden Intelligenz einfach meinen alten Muskelmania-Kanal, den ich immer noch hatte, wo aber nicht viel passiert ist in den letzten halben Jahr, einfach umbenannt in Zero to Hero. Und dort auf diesem Kanal werden ab jetzt die radikalsten und heftigsten Muskelaufbau-Videos kommen, die die Welt je gesehen hat. Das bedeutet, auch das Zero to Hero-Programm und alles, was damit zusammenhängt, wird dann, abgesehen von der Veröffentlichung natürlich, wird dann auf diesem Kanal dort stattfinden. Ich verlinke ihn euch hier unten unterm Video. Und dort geht es dann wirklich nur, hundertprozentig nur um das Thema, wie kann ich maximal viel Muskeln aufbauen. Da wird es nichts irgendwie geben von wegen Abnehmtipps und hier und übergewichtig und so weiter. Nichts, nada. Und hier auf dem Strandfigur-Kanal werde ich genauso weitermachen wie bisher. Fett verbrennen, mehr sogar noch zum Thema Abnehmen. 100 Lebensmittel zum Abnehmen, solche Serien wie jetzt das von Tim Ferriss, Gesundheit, ein bisschen auch so Philosophie und so was ich gerne anspreche, allgemeinere Themen und so weiter, das wird hier auf dem Strandfigur-Kanal weiter stattfinden. Okay, dann haben wir nämlich eine wunderbare Trennung und keiner ist mehr verwirrt und wenn ich irgendwie ein Rezept hier hochlade und sage, das ist für Carb Backloading oder so, dann fragen mich gleich wieder 50 Leute irgendwie, kann ich das jetzt auch, wenn ich das nicht mache, morgens essen und so weiter. Das heißt, um so wenig Verwirrung wie möglich zu stiften, einfach eine klare Trennung zu haben, wird es in Zukunft genau so abgehen, wie ich mich jetzt dazu entschieden habe. Okay, das war's für dieses Video. Ein bisschen Inhalt will ich natürlich immer mitgeben. Also an jedem Tag, egal ob gutes oder schlechtes Wetter, sollte man mindestens einmal rausgehen. Mindestens einmal an die frische Luft, ja. Ich will euch niemals den ganzen Tag nur zu Hause hocken haben. Niemals. Ihr geht jeden Tag mindestens einmal raus. Allein schon aus dem Grund, um die Komfortzone einmal zu verlassen. Das war's dazu. Und ach, an meine ganzen Freunde, die immer rummeckern wegen den Hunden hier und so, ne? Wollte ich euch nochmal sagen. Schaut mal, das hier ist die Krumme Lanke, ne? Und das hier ist der Grunewald. Und wir befinden uns hier in Berlin. Ne? Nicht, das soll jetzt nicht arrogant klingen und so, aber Berlin ist nicht ein kleines Walddörflein, wo der Jäger den ganzen Tag rumläuft und irgendwelche Eber abknallt. Ich meine, das machen die hier im Wald auch, aber hier, ne, das ist ein Badesee, ja, und das hier ist ein Hundeauslaufgebiet, ja, und das meinte ich mit dem Thema informieren, bevor man Schwachsinn postet, ja. An einem Hundeauslaufgebiet dürfen die Hunde freilaufen. So ist das in Berlin. Ich habe keine Ahnung, wie es in... ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber deswegen bleibt alle ruhig, vergebt mir, ja, und vergebt euch vor allem selbst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Guckt euch mal das an. Habt ihr das gesehen? Major, komm mal her. Major, komm mal her. Habt ihr das gesehen? Guckt euch das mal an. Luke! Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Major, komm mal her. Seht ihr das? Die Hunde, der hat einen Stock im Maul. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Die sind genau wie wir Menschen. Die streiten sich um einen kleinen Stock. Das ist aber mein Stock. Mein Stock ist besser. Das ist mein Stock. Und der andere will den Stock haben und ist neidisch. Dabei ist der ganze Wald voll. Ich hoffe, ihr lernt draus.